Neue Sattelzugmaschinen werden selten mit werkseitig verbauter Hydraulikanlage ausgeliefert. Diese wird aber für den Betrieb von Kipp-, Schubboden- oder Tankaufliegern benötigt. Mit Winkler als starkem Partner können Sie Hydraulikanlagen für jede Sattelzugmaschine problemlos in der eigenen Werkstatt nachrüsten. Winkler unterstützt Sie dabei sowohl als Teilelieferant als auch als kompetenter Ansprechpartner mit dem nötigen Fachwissen rund um die Mobilhydraulik. Gemeinsam mit Ihrem Winkler-Fachberater konfigurieren Sie Ihre Wunschanlage. Alle Teile dafür werden von uns in einem Paket auf einer festen Palettengröße direkt in die Werkstatt geliefert. Alle Kleinteile sind in Baugruppen vorgepackt und beschriftet. So gelingt die schnelle Zuordnung und ein zügiger Einbau der Anlage. Die mitgelieferte Montageanleitung, die sich an Herstellerangaben orientiert, hilft Ihnen außerdem beim schrittweisen Einbau. Der vorgebohrte Winkler-Tankträger passt zu den Lochbildern am Fahrzeugrahmen aller Hersteller. So gelingt eine schnelle und sichere Montage ohne zusätzliches Bohren. Bei Rahmenversatz liefert Winkler auch Ausgleichsplatten in verschiedenen Stärken. Eine gut geplante und effiziente Vormontage des Hydrauliköl-Behälters ist das A und O. Sie spart erhebliche Kosten und ermöglicht ein besseres Montagegesamtergebnis. Viele Stellen am Fahrzeug sind für die Monteure später nur noch schwer zugänglich. Das Kippventil wird für die beiden Luftleitungen bereits mit Push-in-Winkel vormontiert angeliefert. Zum Lieferumfang gehören sämtliche Dichtungen und Befestigungsschrauben. Winkler bietet eine große Auswahl an optionalem Zubehör, je nachdem, ob das Kippventil am Rahmen oder auf dem Hydraulikbehälter verbaut werden soll. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss bei der Befestigung des Kippventils das maximale Drehmoment eingehalten werden. Bevor die Edelstahlbänder mit Spannbandunterlage an den Hydrauliköl-Behälter angelegt werden, sollten sie der Behälterform angepasst werden. So stellen Sie sicher, dass der Ölbehälter formschlüssig fest umringt ist. Beim Anziehen der Spannbandmutter muss das vorgegebene Drehmoment unbedingt beachtet werden. Es ist der Montageanleitung zu entnehmen. Durch den Einsatz von Filtern erhöht sich die Lebensdauer der Hydraulikflüssigkeit und der Komponenten erheblich. Der im Bausatz enthaltene Einfüll- und Belüftungsfilter verhindert das Schmutzpartikel- und Kondenswassereindringen. Der Rücklauffilter fängt die im System erzeugten Schmutzpartikel auf. Für ihn gibt es viele individuelle Ausstattungs- und Umrüstungsmöglichkeiten. Fragen Sie Ihren Winkler-Fachberater nach der besten Lösung für Ihre Anwendung. Beim Befestigen des Rücklauffilters am Hydrauliköl-Behälter müssen die Befestigungsschrauben gleichmäßig handfest angezogen werden. So quillt die Dichtung seitlich nicht aus und sitzt formschlüssig zwischen Hydrauliköl-Behälter und Filtergehäuse. An dieser Stelle kann optional auch das Kippventil montiert werden. Die Hydraulikanlage kann durch weitere Anschlussmöglichkeiten, zum Beispiel für Lecköl, erweitert werden. In der Vorbereitung zur Montage der Kolbenpumpe muss unbedingt die Drehrichtung des Fahrzeugnebenantriebs geprüft werden. Diese Informationen finden Sie in Ihrer Fahrzeugdokumentation. Die Drehrichtung unterscheidet sich je nach Hersteller und Modell. Ist sie bekannt, ermittelt Ihr Winkler-Fachberater gerne die richtige Pumpe für Sie. Ist die Drehrichtung unbekannt, kann sie gegebenenfalls vor der Montage angepasst werden. Ob die Kolbenpumpe von Haus aus links oder rechts drehend eingestellt ist, erfahren Sie durch einen Blick auf Ihr Typenschild oder Ihr Gehäuse. Wenn der Nebenantrieb rechts drehend ist, muss die Pumpe links drehend eingestellt werden und umgekehrt. Bei einigen Pumpentypen kann die Drehrichtung durch das Drehen des Enddeckels geändert werden. Um eine Kontaktkorrosion mit Aluminiumbauteilen zu vermeiden, verwendet Winkler in der Ansaugleitung nur Komponenten, die aus Rotguss gefertigt sind.
Gummiabdichtungen stellen sicher, dass das System absolut dicht ist und keine Luft nachgesaugt werden kann. Für die Verbindung zum Anhänger werden Hydraulikkupplungen in einer speziell entwickelten Montageleiste befestigt. Je nach Fahrzeugtyp können spezielle Befestigungsmaterialien benötigt werden, die Winkler natürlich auch bevorratet. Die patentierte, hochwertige Lagerung mit Abdichtung der Schwenkarmsysteme sorgt auch bei Hochdrucksystemen für einen störungsfreien Einsatz mit hoher Lebensdauer. Bei Hydrauliksystemen, die sich von Nieder- auf Hochdruck umschalten lassen, empfiehlt Winkler, eine optische Druckanzeige nachzurüsten. Durch einen zusätzlichen Befestigungshalter sitzt die Montageleiste noch stabiler. Alternativ zum Geburtenrahmen können Sie auch Klemmbacken verwenden, um die Montageleiste am Rahmen festzuklemmen. Winkler liefert das passende Zubehör für eine leichte und schnelle Montage des Geberventils. Weitere Halter sind für alle gängigen Fahrzeuge verfügbar. Bitte beachten Sie, dass nach der EU-Maschinenrichtlinie ein Geberventil ohne Rastung im Senkbetrieb zu verwenden ist. Beim Einstecken der Polyrohre am Push-In des Kippventils ist auf die Kennzeichnung der Leitung mit X und Y zu achten. X, schwarze Leitung, senken. Y, blaue Leitung, heben. Wichtig, beide Polyrohre müssen komplett eingesteckt werden. Bei Bedarf liefert Winkler auch die passenden Schlauchleitungen. Viele vorkonfektionierte Schläuche sind sofort ab Lager verfügbar. Alternativ fertigen wir auch Schlauchleitungen nach Ihren individuellen Vorgaben. Bitte beachten Sie die Mindestbiegeradien der Schläuche. In Verkehr gebrachte Hydraulikschläuche müssen mindestens einmal jährlich durch sachkundige Personen geprüft und nach 6 Jahren erneuert werden. Um ein sauberes Befüllen der Anlage zu gewährleisten, empfiehlt Winkler den Einsatz eines Filteraggregats. Es dient zur Abscheidung von Feststoffpartikeln, die auch in neuer Hydraulikflüssigkeit enthalten sein können. Dadurch wird der Rücklauffilter entlastet. Gleichzeitig erhöht sich die Lebensdauer der Hydraulikanlage und die Lebenszykluskosten des Fahrzeugs sinken. Nach dem Einbau erfolgt die Funktionsprüfung. Hierzu wird die Anlage mit niedriger Motordrehzahl im drucklosen Umlauf betrieben und anschließend einer Druckprüfung unterzogen. Der Monteur muss die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen und Sicherheitsabstand halten. Beachten Sie, nur mit einer sachgemäßen Inbetriebnahme und der konsequenten Einhaltung von Wartungs- und Pflegeintervallen ist Ihnen die 3-jährige Gewährleistung der Hydraulikanlage sicher. Sie sehen also, eine Hydraulikanlage in eine Sattelzugmaschine einzubauen, ist kein Problem mit einem Partner wie Winkler. Sprechen Sie Ihren Winkler-Fachberater an oder besuchen Sie uns online. Wir beraten Sie gerne und begleiten Sie von der Konfiguration der passenden Hydraulikanlage bis zum Einbau und darüber hinaus. Winkler. Das passt.